Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem weiteren Road to Glory Update und nicht mit den letzten Spielen der Food Champions Weekend League. Jetzt frage ich euch, warum denn nicht? Ja, Freunde, ich kann euch jetzt sagen, ich bin mit 21 Siegen rausgegangen und ich habe es wirklich schlecht kommentiert. Also ich habe nur geraged und mittendrin einfach auch aufgehört zu kommentieren. Und ich konnte das Video auch nicht mehr lustig schneiden. Deswegen habe ich gesagt, irgendwie habe ich keinen Bock, das hochzuladen. Weil ich selber vom Spiel gestern so angepisst war. Von meiner Leistung, ja, dass ich angefangen habe wieder zu ragen. Und meine Hand auch irgendwie verletzt, weil ich auf den Tisch gehauen habe und dies, das. Und auch vom Gameplay war ich absolut enttäuscht. Heute haben wir aber den neuen Patch draußen. Und wir werden versuchen, mit dem neuen Patch, ja, in Division 1 hochzusteigen. Ihr seht, wir sind bei 2374 Skillpunkten. Hab heute schon 3 Spiele gemacht. 2 gewonnen, einen Unentschieden gespielt. Und ich muss sagen, jeder ist noch am Suchen. Ja, jeder ist noch irgendwie am Suchen, wie kann man jetzt am besten Tore schießen. First-Time-Finesse-Shots sind noch möglich, aber nicht mehr aus unmöglich, also aus kranken Positionen. Also wirklich vielleicht gerade vor der Strafraumgrenze. Und man muss diese Time-Finesse-Shots grün treffen. Und die beim First Time zu treffen, ist noch schwieriger geworden, weil es wirklich, der Balken ist so klein, aber die normalen Finesse-Shots, also wenn du den Ball annimmst und dann einen Time-Finesse-Shots machst, die sind noch möglich, meiner Meinung nach. Die sind, haben sich nicht so krass vom Balken verändert, aber die sind schwächer. Man merkt direkt, die kommen nicht mehr mit so einer Kraft, mit so einer Genauigkeit und du musst die auch grün treffen. Wenn du gelb triffst, das ist fast schon wie rot, da kommen, die gehen daneben oder die kullern nur zum Tor. Das heißt, momentan, ja, probiere ich noch raus, welche Formation klappt, also 4-2-1-2 oder 4-2-3-1. Das ist meine jetzige Mannschaft. Ich habe auch noch eine Frage an euch. Und zwar genau die Abstimmung vom letzten Video. Und zwar seht ihr jetzt im Hintergrund wahrscheinlich, welche Optionen die meisten Stimmen haben. Und zwar war, glaube ich, mit 39% die Option Team of the Year Marcelo, Ramos, Hazard und Bess vorne. Und mit 31 oder 32% waren für Eusebio und Team of the Year Mbappé. Und ich habe mir überlegt, für dieses Wochenende, vielleicht machen wir es so, dass wir erstmal so eine Mischung draus machen. Wir holen uns Team of the Year Marcelo, Team of the Year Ramos, wir holen uns Eusebio statt Pelé. Und ich habe einfach Bock, und ich weiß, er ist nicht der Beste, ich habe aber einfach mal Bock, wir machen SBC Nakata und wir spielen mal eine Weekend League mit denen. Ja, ich habe einfach Bock, einfach so ohne Druck, einfach auch for fun mal mit denen spielen. Da kommen alle aus der Kante auf Full Camp, soweit ich weiß. Und danach habe ich, glaube ich, ungefähr noch 1 Million übrig. Und dann können wir überlegen, holen wir uns doch George Best, also gehen wir wieder zurück zur 4-3-3. Oder holen wir uns hier für 1 Million vielleicht ein anderes Icon. Weil wir müssen auch noch wissen, was ist als nächstes overpowered, was ist Meta, ja. Vielleicht ist es jetzt wirklich so, dass man diese Flanken Meta sind. Dann ist es vielleicht nicht optimal, Best zu machen, sondern eher ein, ja, Gareth Bale zu holen oder ein Vinicius Junior zu holen, die ein bisschen körperstärker sind, mehr Sprungkraft haben, ja, und einfach nur auf Flanken zu gehen. Momentan spiele ich so, dass ich versuche einfach, ja, mich vor das Tor zu spielen und ein Tor zu schießen. In den 3 Spielen ist ein Spiel 0-0 ausgegangen und die anderen beiden Spiele habe ich 1-0 gewonnen. Keiner weiß, wie man momentan Tore schießt. Ist ein bisschen Zufallsproduktion. Und ihr könnt gerne schreiben, findet ihr das in Ordnung, dass ich das Team vielleicht für dieses Wochenende so baue? Hätte ich wahrscheinlich ungefähr noch 1 Million übrig. Oder ich behalte erstmal Best auf der Bank als Anwechselspieler. Ja, auch okay, den wir jetzt momentan haben. Und kann den immer noch für Nakata bringen, wenn er vielleicht jetzt nicht abliefert. Aber ich will mal wissen, wie er spielt. Ja. Haben wir ja lange drauf gewartet jetzt, den mal zu spielen. Und jetzt die SPC auch da. Ja, ansonsten habt ihr schon oben gesehen, Freunde. 3,176 Millionen. Woher? Ja, kann ich euch ganz kurz zeigen. Ich habe noch meine restlichen 83er und 84er hier verkauft. Apropos 83er und 84er, könnt ihr überlegen, beobachtet mal die Preise. Ich glaube, die meisten 83er sind jetzt bei 1,5. Vielleicht jetzt die Tage schon mitzunehmen vor den Rewards und bei Rewards auch nochmal ein paar versuchen zu snipen oder so erbieten. Weil wenn die wirklich wieder unter 1,5 fallen, die 83er und die 84er unter 3,5, können wir auf jeden Fall welche mitnehmen für das kommende Once-to-Watch-Event. Und ihr seht, ich habe wieder versucht, Spieler-Fitness-Karten zu Team-Fitness-Preise anzubieten. Und es hat einigermaßen gut geklappt. Ich glaube, ich habe über 10 Stück übers Wochenende verkauft, dass es 10.000 haben oder nicht haben. Und ja, 3,1 Millionen kommt ja nicht einfach so. Ich habe meinen Club wieder verkauft, mit bisschen Plus sogar. Mein Pommes habe ich verkauft, würde ich auch jeden, glaube ich, raten. Würde ich, glaube ich, auch jeden raten, der jetzt noch einen hat, weil es ist immer so, dass wenn die Team of the Week rauskommt, viele erwarten ja, dass er vielleicht nochmal einen Inform bekommt, jetzt weil er noch ein Tor gemacht hat, dass er nochmal sinkt. Und wie gesagt, falls das Once-to-Watch-Event kommt und der, man kann ihn nochmal ziehen, safe wird er nochmal droppen. Der wird safe droppen. Ja, und ich habe meinen Erstbesitzer
Cristiano Ronaldo verkauft für 150.000 mehr als ein normaler Ronaldo, weil ich bin mir sicher, dass ich in diesem FIFA, ja, guck mal, wie viele Münzen wir jetzt schon haben, dass wir noch ein Team of the Year Ronaldo früh genug bekommen und dann brauche ich jetzt nicht den hier behalten, weil dann will ich lieber mit meinem anderen Spieler, ja, meine 1000 Spiele voll machen. Hier haben wir, ja, hier sind keine Verkäufe, das sind nochmal Verkäufe, ja, nochmal 3 Stück weggegangen, also 15 Stück haben wir bestimmt weggehauen und das sind auch nochmal 15.000 Münzen haben oder nicht haben und gucken wir mal ganz kurz, wie viele Spiele haben wir denn mit Ronaldo? Ja, 688 Spiele, 300 Spiele. Es ist möglich, den noch die 1000 voll zu machen. Ich hätte Bock einfach, die 1000 voll zu machen. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange. Mit dem neuen Patch gehen wir in Division Rivals. Schaffen wir es, in Liga 1 aufzusteigen. Das werden wir jetzt sehen. Let's go. So, Freunde, der erste Gegner, der eventuell uns einen Schritt zu Division 1 bringen könnte, hat 4 Foodchester-Spieler. Alle von der KSUA. Kloiwart, der mir nicht so gut gefallen hat. Vielleicht will er sich hier rächen. Ansonsten, ja, stabiles Team. Ein Deutscher, wie es aussieht. Aber mein Team ist natürlich besser. Schauen wir mal. Ich gehe erstmal mit der 4-2-2 rein und schaue, wie es läuft. Sonst gehe ich vielleicht zurück zu der 4-2-3-1. Ihr könnt ja auch gerne schreiben, was für eine Formation spielt ihr denn jetzt? Weil man hat die 4-2-3-1 ja meistens jetzt nur gespielt, um die Spots zu finden. Die Spots bringen ja jetzt, sag ich mal, nicht mehr so krass viel. Könnt ihr gerne schreiben, was für eine Formation ihr jetzt spielt. Oh, oh, okay. Ihr habt gesehen, aber der wäre auch vor dem Patch wahrscheinlich nicht reingegangen. War schon ein schwieriger Schuss, ich wollte es einfach mal testen. Ja, das ist halt Zufallproduktion. Könnt ihr nicht verneinen. Zweiter Ball, das ist einfach Glück. Und natürlich, ihr habt gesehen, Finesse-Shots gehen anscheinend noch. Time-Finesse-Shots gehen ja noch. Es ist nicht unmöglich, wir müssen hier nur grün treffen. Come on, let's go! Schön rausgespielt. Ich wollte eigentlich gar nicht so spielen, ganz ehrlich. Durch den Delay kamen die Pässe immer woanders an, aber 1-1, come on. Testen wir das mal aus! Ja, jetzt. Was hat der dumme Ruma denn gemacht? Aber ja, ihr seht, gelb reicht nicht mehr. Gelb reicht auf jeden Fall nicht mehr. Nein, nicht so. Tor bewegt. Oh, come on. Das geht immer noch. Also, Tor bewegen hat sich, glaube ich, meiner Meinung nach nicht viel verändert. War sehr stark, der Gegner. Und ich, ja. 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 Der eine Tor. Keine Ahnung. Zufallsproduktion. Ja, war auf jeden Fall nicht schlecht, kann man sagen. Und ja, ihr seht, es wird schwieriger, Tore zu machen. Jeder ist noch auf der Suche, wie schießt man Tore. Weil früher waren es immer diese First-Time-Finesse-Shots. Und jetzt weiß ich selber gar nicht manchmal vor dem Tor, was ich machen soll. Kriegen aber hier trotzdem plus 4 Skillwert. Das heißt, mit einem Sieg im nächsten Spiel könnten wir in Division 1 aufsteigen. Versuchen wir es. So, Freunde, nächster Gegner und wahrscheinlich auch der letzte Gegner für dieses Video. Sieht stabil aus, aber er hat Rui Costa. Ist nicht unbedingt ein starkes Icon meiner Meinung nach, aber sonst sehr, sehr OP. Wenn wir das gewinnen sollten, sollten wir eigentlich in ja, Division 1 sein. Aber wir sollten nicht zu früh reden. Wir müssen erstmal gewinnen. Let's go. Wow. Das ist ein Elfmeter. Come on. Wow. Das fängt ja gar nicht gut an. Stark geschossen. Meiner Meinung nach, ey, wie soll ich sonst in die Tackles gehen? Weil sonst wäre es wie so ein Magnet immer weggedrückt. Ich muss mit dem Körper reingehen und ich habe nicht mal Tackle-Taste gedrückt und das direkt ein Elfmeter, mit der wie, ja, weiß ich was hinfällt. Come on, let's. Come on! Und die haben die nicht gesagt, dass sie im Strafraum das verbessert haben? Sowas muss dann reingehen einfach. Aber Pelé regelt es mit links. Also ich glaube, diese Schüsse klappen immer noch gut. Auch ohne, sogar besser ohne Time Finish. Man passt und schießt so direkt so. So ein bisschen halbwegs aus der Drehung. Die habe ich schon vorher ein, zwei Mal gemacht. Ich glaube, die funktionieren einigermaßen. Let's go. Also die normalen Time Finish Shots sind vom Balken her, glaube ich, immer noch gleich geblieben. Und sind auch effektiv. Die sind immer noch effektiv, glaube ich. Vielleicht minimal schlechter gemacht, je weiter man vom Tor weg ist. Aber
Die sind immer noch gut, meiner Meinung nach. Nur diese First Time. Und die, das will ich gar nicht mal so schlecht, dass die First Time runtergepatcht worden sind, weil die sind unrealistisch gewesen. Weil da ging jeder Schuss meistens rein, auch wenn es gelb war. Und so ist es für mich in Ordnung, wenn das runtergepatcht wurde. Ah, stark gemacht vom Gegner. Stark gemacht. Und Alter, der arme Junge. Da kriegt er einfach den hinten ausgewählt, statt der, der komplett frei war. Jesus Christ, der Arme. Tut er mir leid. Kommt George Best? Ah, ihr seht, es klappt nicht mehr. Diese First Time, die muss ein perfekt grün treffen. Sonst kommt immer so eine Scheiße nur raus. Also, die klappen nicht mehr. Aber, oh mein Gott, die Eckbälle klappen eigentlich immer noch. Nur Ronaldo macht den nicht. Nein, ich hab... Digga, guck mal, das, sowas hasse ich. Ihr seht das, ich hab den Ball vor meinen Füßen. Und ich drück auf Pass und er macht einfach nichts, Mann. Lass den Ball von Ronaldo auf Kante. Komm. Nein, Mann. Oh mein Gott, Kante. Den musstest du einfach nur machen und... Abseits. Ist nicht mal abseits. Und ich hab Glück, Alter. Was ein Spiel, Digga. Was ein Spiel. Ja, Freunde. Unentschieden. Reicht nicht für den Aufstieg. Dann würde ich sagen, Freunde, okay, wir haben einen Skillpunkt verloren. Ein Spiel mache ich noch. Vielleicht reicht es dann für D1. So, Freunde, der letzte Gegner und die letzte Chance für dieses Video in D1 reinzukommen. Hat ein starkes Team. Sola, Makelele, beide, glaube ich, Baby oder mittlere Version. Den roten Kanté, Ibra, Kurzawa. Ja, sehr, sehr starkes Team. Aber müssen wir schlagen. In D1 erwarten uns ganz andere Kaliber. Deswegen, sowas muss man gewinnen, um in D1 zu kommen. Schauen wir mal. Komm mal, jetzt aber. Okay. Gut rausgespielt. Abschluss war ein bisschen glücklich. Courtois war noch dran. Aber ihr wisst, ich halte nicht viel von Courtois in FIFA. Genau solche Sachen sind dauernd passiert. Dieses unter dem Arm durchgehen, unter dem Körper. Deswegen, ja, habe ich jetzt die Rea drin, der 10-mal besser ist. Ronaldo. Ronaldo, jetzt! Oh mein Gott, habt ihr gesehen? Wie so ein Topspin. Let's go. Oh mein Gott, come on. Wie trifft man in diesem Spiel? Jetzt aber. Oh mein Gott. Nein. Glück gehabt. Aber ihr seht, die sind noch da, die Finesse-Shots. Nur die First Time, ja, sind nicht mehr so krass. Digga, switch me off. Die switch me off, Mann, Alter. Digga, was ein Tor, Alter. Komm jetzt. Oh mein Gott, Alter. Also, Power-Shots gehen eigentlich immer noch. Und die sind auch, glaube ich, immer noch gleich zu treffen. Dieser Balken zählt nur für diese First-Time-Finesse-Shots. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Und das finde ich mehr als in Ordnung. Das finde ich echt gut. Jetzt mach ihn. Pelé. Das ist kein Problem für ihn. Ihr seht, wie ich ungefähr jetzt meine Tore herausspiele, ne? Und ich mache einfach normale Schüsse. Also diese Direktabnahmen mache ich sehr selten mit Time Finish. Weil die reichen auch so. Habe ich ja schon mal im vorigen Spiel gesagt. Aber wenn ich den alleine auf den Torwart zulaufe, dann mache ich gerne auch mit Time Finish. Ja, Freunde. 5-2 ist das Spiel ausgegangen. Ja. Ich weiß nicht. Also, 4 Tore von Pelé. Ah, wieder sagt der Mann, verkauf mich nicht, Bruder. Verkauf mich nicht. Ich liefere hier gerade ab. Aber ich denke mal, ja, geht in Ordnung. Und habe die letzten 3 Spiele fast nur in 4-2-3-1 gespielt, weil 4-2-1-2 komme ich noch nicht wirklich klar. Ihr habt gesehen, es ist jetzt nicht nur noch Finesse-Shot, 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 sondern man sieht echt mehr Variety. Und ich wollte gerade sagen, wir sind in Division 1 angekommen. 4 Punkte fehlen uns. Ich würde sagen, das ist zu lang für das Video. Das machen wir ein anderes Mal. Vielleicht mache ich es auch privat und sage, ob ich da angekommen bin. 4 Punkte nur noch. Warum geben die mir nicht noch 4 extra Punkte? Was ist denn das? Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, war es das vom heutigen Video. Ziel fast erreicht. Und ja, schreibt mir nochmal in den Kommentarbereich. Das ist ja auch ein kleines Update-Video. Ob ihr das in Ordnung findet, wenn wir mit
diesem Team in die Weekend League gehen sollten. Ich persönlich finde es sehr, sehr krass. Marcelo, Ramos. Und ich will mal, ich muss irgendwann mit Nakata spielen. Und das ist eigentlich eine gute Weekend League, um ihn einzubauen. Und als nächstes würde ich, glaube ich, echt gerne Keen weg haben. Und da würde ich überlegen, entweder Petit oder Baby Vieira reinzuholen. Oder hier vielleicht ein Maldini. Oder wir machen das so, wie wir es vorher abgesprochen haben. Aber ihr könnt gerne nochmal schreiben, ob ihr sagt, ey, so ist es auch in Ordnung. Oder müssen diese Upgrades unbedingt, wie ich die im letzten Video vorgeschlagen habe. Ansonsten, ja, was für heute im Video? Lasst gerne einen Daumen nach unten. Und wir sehen uns morgen wahrscheinlich mit einem Foodtruck-Video wieder. Und übermorgen mit einer Belohnung. Und dann bin ich raus. Ciao.